Damit willkommen zurück. Hallo zu The Evil Within. Wir sind immer noch in den Katakomben der Kirche. Ihr seht, ich habe mir einen Pulli angezogen. Ich fange so ein bisschen an zu frieren. Ich weiß nicht warum. Vielleicht werde ich schon wieder krank. Keine Ahnung. Ich höre ihn. Oder es. Oder die. Das sind auf jeden Fall mehrere. Juckt schon wieder. Die Frage ist, der hier, den wir im Schatten hier sehen, wie steht der? Steht der jetzt nach hier rein? Guckt er hier rein in den Raum? Oder in den Flur? Oder guckt er in eine andere Richtung? Weil den da hinten, den würde ich gerne cachen. Ach, der geht nur bis da hinten. Achso, okay. Oh, der ist weggegangen. Oh, oh. Weil ich möchte ja nicht viel Aufsehen erregen, weil es könnte natürlich sein, dass noch mehrere hier sind und ich habe nicht so viel Munition mehr. Bin ich ganz ehrlich. Ich könnte ihn ja mit einem Gefrierbolzen einfrieren, wenn ich einen hätte, aber das wird, glaube ich, auch zu laut, wäre das, glaube ich, auch. La 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 la. Dreh dich mal um. Ich will so lange in den anderen Raum reingucken. Ja, sehr schön. Wunderbar. So, dann gucken wir mal kurz in den anderen Raum rein, wie das da aussieht. Oh nein! Wieso hat er uns gehört? Will er mich verarschen? Nein, nein! Oh, Basti, Basti! Ich verstecke mich. Lalalala. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie wir die erledigen. Kommen die überhaupt? Oder wieso geht denn meine Anzeige weg? Oder geht die schon immer? Achso, die gehen schon immer weg, okay. Ja, weil wir haben ja auch nicht mehr, gut, wir haben eine Spritze, aber wir haben auch nicht mehr so viel Leben. Ich würde mal versuchen, was haben wir denn alles? Mit dem Scharfschützengewehr vielleicht mal Dicken in den Kopf zu schießen. Dass die anderen wissen, was hier los ist. Und wer hier los ist. Im Übrigen habe ich das Zoomen total vergessen beim letzten Mal. Ich habe ganz übersehen, dass ich auch zoomen konnte mit dem Scharfschützengewehr. Na komm. Na komm. Okay, fangen wir mit dir an. So, da hat sich das schon mal erledigt. Wo rennt er hin? Okay. So, ich würde sagen, das haben wir souverän gelöst. Haha, Meister der Souveränität. So, ja. Okay, da haben wir wieder Haargel. Das hat echt super geklappt mit denen. Oh, Alter, 1000. 1000 Haargel. So, ich werde mal eben die Waffe wegpacken. Und mal das Lämpchen in die Hand nehmen. Oh. Oh, wieder eine Krabbelbox. Jawohl. Wer hätte das gedacht? Ich kriege eine Kugel wieder. Ich habe zwar drei verbraten, aber ich kriege eine Kugel Scharfschützengewehr wieder. Können wir mal eben nachladen. Sehr schön. So, die sind... Ich habe mir übrigens auch sagen lassen, wenn der Kopf ab ist oder der Kopf zerschossen ist, braucht man die auch nicht großartig anzünden. Dann hat sich das eh erledigt mit denen. Weil dann spart man sich auch ein bisschen Streichhölzer. Was haben wir denn hier? Eine Tür mit Zeichen drauf und Figuren. So wie im alten... So wie in Ägypten und sowas. Wer ist das da auf dem Bild? Das sind doch wir, oder? Also ich würde jetzt mal vermuten, dass wir das sind. Dass es das unser Hochzeit... Oh mein Gott. Hochzeitsbild ist. Ja, okay.
Im Übrigen habe ich auch noch keine neue Statue gefunden mit dem Schlüssel drin. Ich habe eine ganz große Vermutung. Also wie gesagt, ich mutmaße jetzt einfach mal, dass das wirklich so ist, dass wir in der Anstalt sind, also Basti. Und er halt hier so seinen Albtraum durchlebt in der Anstalt und halt einen Schicksalsschlag erlitten hat, womit er nicht mehr klarkommt. Schauen wir mal. Scheint locker zu sein. Alte Steinrelief? Okay. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Aha. Das ist ja die tollste Idee, die ich jemals... die ich je gehört habe. Einfach mit dem Messer mal so rausbrechen. Naja, gut. Nein, da ist schon wieder diese Kiste, diesen Safe, den wir mal bei uns in dieser Anstalt gefunden haben, auf den Tisch. Ich werde erstmal das Glibber hier mitnehmen. 800. Und? Was zu lesen? Notiz aus Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen. Es kommt. Ich renne weg, aber er folgt mir. Er? Das ist wahrscheinlich der Kastenkopf. Gott, hilf mir! Hilfe! 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 Ah je. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir hier was muss ich machen? Achso, ich muss halten. Okay, dann mache ich erstmal hier. Dass wir den Kastentypen da sehen, der diesen Kasten am Kopf hat. Der wird ja viel für dieses Evil Within PR-Marketing genutzt. Den kennt ja jetzt fast jeder schon mittlerweile. Nennen wir ihn mal Klaus. Klaus, der Kastenkopf. Nein. Geil, ein Schlüssel, aber wo lag der denn da drin? Naja, also ich könnte sowas nicht, wenn ich mal irgendwie in so einer Anstalt wäre. So viele Bücher. Ich würde gern lesen. Oh, mich juckt schon wieder. Immer in der Aufnahme, ich verstehe das gar nicht. Das gibt's gar nicht. Oh, ein Kontrollpunkt. Was mag das wohl heißen? Kommen wir wieder nach draußen? Oder kommen wir noch tiefer in die Katakomben? Da steht der. Da steht der Kastenmann. Ich sehe ihn. Ich sehe den Kastenmann. Ja. Hehehe. Ich habe aber keine Lust, bin ich ganz ehrlich. Ich bin nämlich ganz, ganz schlecht ausgerüstet. Können wir noch irgendwas, irgendwie einen Bolzen herstellen? Ich würde doch gerne noch einen Explosivbolzen herstellen, weil je mehr wir explosiv, desto besser ist, weil man weiß ja nie, wie viel der aushält und ob wir den überhaupt erledigen können an der Stelle jetzt. Wenn der überhaupt jetzt kommt. Ich denke mal, weil da ist ein Schloss. Ach du Scheiße. Okay. Also kommt er jetzt noch nicht. Ach, er ist in einer Kiste drin. Ja, kahle Kiste. Lalala. So, wir haben auf jeden Fall auch wieder Scharfschützenmunition bekommen. Das ist sehr nice. Damit können wir eventuell wieder aus der Ferne kämpfen. Wenn uns das gelingt, gegen den Moppeligen. Gegen Klaus die Kiste. Nein, steck es weg. Oh, ja, da ist ein Speicherpunkt. Und das sieht definitiv nach Boss-Arena aus. Deswegen gibt es nämlich da einen Speicherpunkt. Und da sind drei Gesichter, wo der Kopf fehlt. Oh nein. Eins, zwei und einer haben wir mit. Das heißt, wir brauchen noch... Oh, wir müssen ihn selbst befreien. Wie dumm ist das denn? Okay, ich werde jetzt erstmal speichern. Weil ich denke mal, dass der jetzt noch nicht kommen wird. Der wird wahrscheinlich erst dann kommen, wenn wir die Gesichtsplatten dort eingesetzt haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, dass wir den vielleicht erst später sehen werden, aber...
Ich gehe da noch nicht hin. Lalalala, ich gehe erst speichern. So. Vielleicht haben wir ja wieder einen neuen... Ja! Einen neuen Tagebucheintrag von Basti. Juhu! Ich glaube auch, dass diese Musik irgendetwas damit zu tun hat, vielleicht. So ein bisschen mit seiner Vergangenheit. Aber schauen wir mal. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynch Castellanos. Lynch, ja, Lynch Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006 um 9.56 Uhr. 3,31 Kilogramm, 35,5 Zentimeter. Wir sind stolz auf dich. Sebastian und Maya. Maya Henson, so heißt sie ja, Castellanos. Was mir gerade so ein bisschen stutzig macht, ist diese Uhrzeit, 9.56 Uhr, war nicht in der Anstalt, wo wir mal zu der Dame kommen, können wir jetzt mal gucken, an dieser Uhr, die da immer tickt. Was? Können wir gleich mal gucken. Diese Uhr, die da tickt. Ich glaube, da ist sogar 9 Uhr sowas drauf. Mal gucken. Katakomben entdeckt. Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Cedar Hill und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Jetzt sind wir in den Katakomben. Vorher ist der Boden eingestürzt, wo wir es auch gesehen haben mit dem... Das ist alles irgendwie... Der besorgte Typ, also. Der besorgte Typ, ja. Vielleicht ist sie auch unsere Frau. Vielleicht ist sie Myra. Myra Henson, aber... Vielleicht erkennt er sie halt nicht. Na, oh, hier haben wir wieder einen... Jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr gucken. Ah ne, da haben wir 5 nach 10. Ah, okay. Wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn es gestimmt hätte. Chris, vermisst. Chris Taylor, Vorarbeiter, verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. Den kenne ich überhaupt nicht. Oder kennt ihr den? Also ich kenne ihn nicht. Chris Taylor, oder? Sagt mir also... Sagt mir jetzt mal so gut wie gar nichts. Im Übrigen gibt's auf dem PC jetzt einen schönen Patch, hat jetzt Bethesda rausgebracht. Und zwar kann man jetzt auf dem PC die Balken entfernen. Ich hoffe natürlich, um Gottes Willen, dass sie diesen Patch auch noch rausbringen auf den Konsolen, dass man in der Option das einstellen kann. Das wäre echt super. So. Jetzt werde ich natürlich noch den Schlüssel einlösen. Oh, der Tisch ist wieder aufgeräumt. Die Bilder sind weg. Okay. Aber ich frage mich immer noch, was es mit der Kirche zu tun, mit der Karte zu tun hat. Beacon, da ist doch Beacon. Da steht doch was mit Beacon Mental Hospital. Ah, Moment. Beacon Mental. Da ist Cedar Hill Church. Da sind wir jetzt. Elk River Village. Das sind, glaube ich, die ganzen Orte, wo wir natürlich waren. Das ist klar, aber... Mhm. Kann man hier irgendwas lesen? Ne, ich glaube nicht, ne, oder? Ne, ist alles verschwommen. So, dann werden wir mal eben den Schlüssel einsetzen. Ich glaube, ich werde hier mal den Spind öffnen. Yay! Pistolenmunition, wovon wir schon genug haben. Das ist natürlich supi. Das können wir mitnehmen, das haben wir ja. Okay. Ja, geil! Uhu. So, dann müssen wir mal gucken. Wir haben noch so viele Sachen, die noch zu sind. Dann müssen wir mal gucken, dass wir mal ein paar mehr Schlüssel finden demnächst. Und wir gehen natürlich auf den Stuhl.
So. Ab zum Friseur. Wir müssen... Wieso muss ich denn immer hinnehmen? So. Ich bin eigentlich mit dem Revolver ganz zufrieden. Ich nutze aber auch sehr, sehr viel wohl den... Hoppala. Sehr viel die Flinte. Deswegen werde ich, glaube ich, auch die Flinte verbessern. Was haben wir denn sonst noch? Streichhölzer können wir 10 mitnehmen maximal. Das reicht. Also mehr, wir hatten sowieso nie 10. Qualenbolzen kann man verbessern. Ach ja, hier war das ja mit Feuerschaden. Mit Feuerschaden hinzugefügt. Ab Stufe 5, das ist cool. So, natürlich gucken, dass wir es auch noch machen. Nahkampf lasse ich mal, das bringt gar nichts mehr. Lebensenergie könnten wir verbessern. Machen wir das mal. So, da haben wir noch 700. Damit können wir uns natürlich nichts mehr kaufen, weil... Oder? Ich denke nicht. Ich glaube... Nee. Wir haben sogar das Scharfschützengewehr schon aufgebessert. Nein, können wir nicht. Gut. Ach, jetzt verstehe ich, warum andere Let's Player volle Lebensenergie kriegen, weil sie, wenn sie Lebensenergie aufgetankt haben, dann kriegt man auch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt beschwere ich mich auch nicht. Also, so, ich werde mal eben speichern. Es geht natürlich ratzfatz. Upala, mich juckt es schon wieder. So, gespeichert ist. Auf geht's. Ich würde sagen, in einer weiteren Folge... Geht's zurück. Und dann untersuchen wir den Kistenmann, Klaus. Den werden wir dann wahrscheinlich besuchen. Also macht's gut, bis morgen. Ciao.